Es ist Dienstag, der 6. Juli. Ich begrüße euch herzlich mit Jeremia 3,23. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Und eine Kollegin von mir, Sabine Aschmann von Thaingen, wünscht sich, dass die Andacht speziell allen Pfarrerinnen gewidmet ist, die heute Geburtstag haben. Und ich muss jetzt noch gerade sagen, es sind ja nicht gerade alles so ganz geburtstägliche Gedanken, die jetzt folgen. Und trotzdem, diese Wahrheit kann ja uns allen zusammen weiterhelfen. In den heutigen Tagen wird der Grundsatz, den Jeremia einst ausgesprochen hat, in Stein gemeißelt. Vor der ganzen Weltöffentlichkeit wird die Isolation von Israel immer wie sichtbarer. Und nicht nur schaut die ganze Weltöffentlichkeit, wie das gang wie mehr so geht, sondern sie trägt eben auch sehr viel dazu bei, dass es nicht anders geht. Ein Beispiel ist die Haltung der Türkei. Das war früher ein enger Allianzpartner von Israel. Heute hören wir ganz andere Töne vom Erdogan. Er hat gesagt, Israel ist die Eiterbühle im Nahen Osten. Das hat er letzte Woche gesagt. Und so merkt man, immer wie mehr läuft es auf das raus. Israel verliert seine Verbündeten. Wer bleibt ihm denn noch zum Schluss? In meiner letzten Predigt, was um die Bergpredigt gegangen ist, über das Vergelten, wie soll nicht vergelten, habe ich mir im Vorfeld gesagt, ja, sage ich etwas über die Flotilla, die da gefahren ist und wollte Hilfe nach Gaza bringen und wie das dann alles zusammen eskaliert ist. Wollte ich etwas über das sagen? Nein, ich sage nichts. Weil wenn man etwas sagen will, muss man sehr viel sagen und für das habe ich Zeit nicht, sonst entstehen nur Missverständnisse. Und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht kommt der gleich jemand und sagt mir das noch. Genau so war es. Am Ausgang hat der Predigtbesucher gesagt, ja, Herr Pfarrer, jetzt hättet ihr doch wirklich so über Gaza und was Israel da alles Schlimmes gemacht hat und so weiter. Es ist genau so rausgekommen. Die Welt ist vielleicht jetzt gerade nicht mehr am Kochen, wie sie noch vor 2 Wochen war. Und gleich prüfen wir uns doch jetzt gerade selber einen Moment. Ist das so ein Teil meiner Emotionen? Das, was der Predigtbesucher mir hat gesagt, wir hat über die Ungerechtigkeit in Gaza etc. etc. Ist das so ein Teil von meinem Weltbild? Und fließt das vielleicht sogar in meinen Gottesdienst, die Verurteilung von Israel? Und für uns selber zu prüfen, machen wir doch jetzt eine Schweigeminute hier in der Losung. Wir hängen die Fahnen von Israel in dieser Zeit aufhängen, aber wir machen sie natürlich im Zeitraffer, machen, dann ist sie dann nur 10 Sekunden. Wahrlich heisst es ja in diesem heutigen Vers und das heisst, es geht um die Wahrheit. Es zeigt, wie sehr Israel isoliert wird und abseits steht. Und weil es wahrlich heisst, ist es so wichtig, dass man auch auf eine sättige Geschichte, wie die Gaza-Flotilla, einmal ein bisschen Licht richten. Der zweite Soldat, der nach dem Kommandant auf das Schiff runtergekommen ist, hat die genauen Vorgänge so geschildert. Wo der Kommandant unter war, haben sie ihm mit einer Eisenstange auf den Kopf gehauen. Er ist zusammengefallen. Auf das haben sie ihm den Bauch aufgeschlitzt, haben sie den Darm rausgezogen, haben ihn über Deck geworfen, also auf das untere Deck. Ach, das war ein 4-Meter-Sturz. Und nachher haben sie ihn den übrigen Soldaten so wie präsentiert, für das ja niemand mehr würde wagen, das Schiff voll Friedensaktivisten, ja, für das Zeichen, zu betreten. Er hat sich nachher können über Bord werfen ins Wasser und hat können noch ein bisschen schwimmen zum Rettungsboot, das er aufgenommen hat. Das alles gehört ein bisschen zum Hintergrund. So wurde er gerettet, heisst es in diesem Bericht. Die Friedenskämpfer, die ihm das angetan haben, leben, sind jetzt in der Türkei und werden als Helden gefeiert. Dass es im Nachgang von diesen Ereignissen so zu Schiessereien kam, auf diesem Schiff, kann man gut nachvollziehen. Und natürlich auch der Aufschrei in der ganzen Welt. Und von dort aus kann man auch mit hingreifen, warum einmal mehr Israel isoliert wird. Vereinsamt auf diesem Globus. Und dann müssen wir uns ganz ehrlich und realistisch sagen, numerisch können wir ihnen nicht beistehen. Das ist so ein kleiner Rest, der heute noch ein gutes Wort für Israel einlegt. Wir müssen so sagen, als Christen können wir ihnen offiziell nicht beistehen. Warum? Die Christen haben sich dermassen verschuldigt und versündigt gegenüber Israel. Sie würden Hilfe von dieser Seite auch gar nicht annehmen können. Also bleibt nur noch der dritte Weg. Das ist, dass wir den unterstützen, wo Israel unterstützt, oder dass wir auf der Seite von dem stehen, der auf der Seite von Israel steht. Und das heisst also, dass wir im Gebet Israel unterstützen, direkt zu Gott. Flehen,
der ja als Einzige jetzt noch die Hand über sein Volk hat. Vielleicht sind die stabilen Zeiten, die vielleicht vor 10 Jahren noch waren, eher beunruhigend, wenn man denkt, was das für Freunde waren von Israel, wie schnell dass die ihre Fahnen wechseln können, wo die heute plötzlich stehen können. Dann muss man sagen, da kommt eben das kalte Grausen über den Rücken. Und vielleicht sind die unstabilen Zeiten, die Zeit der totalen Verunsicherung, eigentlich viel beruhigender, weil wir wissen, es bleibt ja kein anderer Platz mehr für Israel, weder in die Arme von Gott zu laufen. Und wenn wir Zeugen können von einem geopolitischen Vorgang, der heute weltweit abläuft, ist es nichts anderes als Bestätigung von dem einzigen, einen Vers, den wir heute gelesen haben, nämlich Israel hat nur eine Hilfe. In Zukunft wird es nicht anders sein, Gott selber. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.